Guten Morgen, ja, ich bin wieder unterwegs und auch wieder richtig unterwegs, denn es geht wieder auf eine Radreise. Ja, ich habe wieder das Rad bepackt. Da ist wieder ordentlich was drauf, ein ganzer Hausstand mit. Ja, und was habe ich vor? Wo bin ich hier? Ich bin hier in Wertheim, vielleicht hat es einer erkannt. Ja, richtig schön hier. Ja, und hier ist natürlich der große Fluss, der Main. Den werde ich noch nicht folgen, sondern der Tauber, die hier in den Main mündet. Ja, die werde ich heute bergan folgen, circa bis Rothenburg, das sind 100 Kilometer, so heute ungefähr. Das ist so mein Ziel. Oh, wie soll es weitergehen die nächsten Tage? Oh, was bietet sich da an? Nämlich, da ist in der Nähe schon, also in Rothenburg, ob der Tauber startet sogar, der Altmühlradweg. Also, dann fahre ich den doch mal ab, bis zur Donau runter. Ja, und dann geht es an der Donau entlang, bis nach Regensburg und ja, da geht es schon wieder weiter an der Naab. Immer bergan, bis zu ihrer Quelle im Fichtelgebirge. Und was entspringt da? Der Main. Ja, und dann komme ich wieder hier zurück. Ja, und wenn alles klappt, weil ich habe ordentlich Zeit, ich habe 14 Tage Zeit dafür, dann fahre ich vielleicht noch weiter geradeaus bis zur Mündung nach Mainz. Werde ich mal sehen. Also ich habe also richtig Lust drauf. Ja, das Wetter soll sich halten. Vielleicht der eine oder andere Schauer noch heute, aber dann die nächsten Tage soll es echt eigentlich sehr toll werden. Und naja, die Nächte sollen doch recht frisch werden. Also teilweise einstellige Temperaturen. Ja, Zelt habe ich mit. Das wird bestimmt auch noch ein oder andere Mal klappen. Ich habe mal so ein bisschen durchtelefoniert. Ja, ein Zelt kriegen sie immer so unter, aber so eine Reservierung ist schon schwierig zurzeit. Aber ich habe mir nichts vorgenommen, nichts vorgebucht. Ist wieder ein Abenteuer, wo man heute Abend landet. Da bin ich wieder gespannt, wie das alles läuft. Ja, vielleicht mal ein Zimmer, Zeltplatz, werde ich sehen. Ja, ich glaube, das wird eine schöne große Runde. Also wenn ich hier ankomme, sind es circa 950 Kilometer geplant. Das wird garantiert mehr werden. Und vielleicht fahre ich ja noch weiter durch bis zur Mündung. Das sind noch, ja, von hier sogar noch 170 Kilometer mehr. Ja, werde ich sehen. Ja, ich hoffe, es wird schöne Bilder geben. Und wenn ich das hier so anschaue, auf jeden Fall. Ja, also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei meiner nächsten großen Runde hier. Wertheim habe ich jetzt verlassen. Jetzt geht's nach Tauber-Bischofsheim, so 26 Kilometer noch. Oh, anstrengend. So wie auf dem Saale-Radweg wird es hier nicht werden. Aber Steigung wird es ja auch geben. Aber nicht so heftig. Hoffe ich zumindest. Ja, bis jetzt. Die ersten Kilometer sind schon ganz schön hier auf so einem großen Radweg oder Landwirtschaftsweg. Das ist eigentlich ganz gut. Aber es geht auch mal hoch, wie man hier sieht. Vielleicht heute Abend auch. Hier zum Beispiel wäre sogar gut was frei.
kurzen Abstecher zum Kloster Brombach. Aber vielleicht sollte ich mir auch wieder Beistand holen, weil letztes Mal war es ja nicht gut, dass ich mir den nicht geholt habe. Anfang ist schon recht toll, immer hier auf diesen Nebenwegen, asphaltiert, recht gut, nicht viele Schäden. Auch die Straße auf der anderen Seite ist sehr, sehr ruhig, kaum was los, aber es geht auch mal hoch und runter. Aber ich merke doch, dass ich die letzten Wochen, zwei Wochen, nicht so viel gemacht habe. Das rächt sich so ein bisschen jetzt, aber es geht, ich komme voran. Bin ich durch. Ach, das bedeutet ungefähr 10 Kilometer noch bis Tauberbischofsheim. Ach, sehr schön. Ach, man sieht so ein bisschen, die Wälder sind so ein bisschen braun, schon ein bisschen herbstlich. Aber ich glaube eher, das kommt jetzt im Moment noch von der Trockenheit, die letzten Woche wieder waren. Ach, aber trotzdem, der Herbst klopft langsam an. Bischofsheim ist erreicht. Kleines schönes Städtchen hier, sehr schön anzuschauen, aber laut. Die Glocken, die läuten ordentlich. Ich glaube, da war auch eine Hochzeit oder irgendwas. Die waren alle in Schapptüch. Ja, geht ja zum Glück wieder so langsam mit ein paar mehr Gästen jetzt. Boah, ich glaube, jetzt bin ich aber auch gleich wieder auf dem Weg hinaus und dann geht das Richtung Bad Magentheim, das sind 20 Kilometer circa.
Das müsste die A81 sein. Hier bin ich auch schon mal ein, zwei Mal drüber gefahren. Von der hat man auch echt einen tollen Blick nach links und rechts ins Taubertal. Und die Sonne kommt raus und es wird noch jetzt richtig warm. Und ich glaube, es wird langsam mal Zeit, wieder mal ein Päuschen einzulegen. Mal sehen, ob da gleich mal ein schönes Plätzchen kommt. Oh, herrlich. Ja, kaum ausgesprochen, hier ist auch ein schönes Plätzchen, zwar eine Autobahn und da wird Rasen gemäht, aber Aussicht ist echt toll, Sonne wärmt, echt klasse. Ja, und dann kann ich auch noch mal zeigen, ich habe noch so eine kleine Veränderung vorgenommen, kann man jetzt nicht ganz so gut sehen, aber ich habe jetzt einen anderen Gepäckträger drauf und ja, da musste ich das Licht umbauen, da habe ich mir selbst eine Halterung gemacht, damit ich das hier behalten kann, das Schutzblech. Ich wollte nicht das ganze Kabel umlegen, rausziehen, wieder einfädeln, um das hier anzubauen. Da sieht man das viel besser. Aber ich mache es erstmal. Eine schöne Pause. Selbst hier ist es trotzdem schön, trotz Autobahnlärm da oben. Eigentlich ist das ja hier nur eine Ersatztour. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich Anfang des Jahres, hätte ich geplant, als ich den mir gesichert habe, vielleicht über die Alpen zu fahren, einmal rüber, einmal wieder zurück. Aber zurzeit Ausland, das geht irgendwie gar nicht. Das sind hin und her gesperrt, dann wieder offen und dann, ach, das hatte alles keinen Zweck. Ich hatte noch überlegt, in Österreich vielleicht eine Tour zu machen, eine richtig schöne. Ja, da habe ich mal zwei zusammengestellt. Einmal diese hier, diese vier Flussradwege abzufahren und eine große Tour durch Österreich. Und dann habe ich mal euch abstimmen lassen auf Instagram. Ja, ihr habt auch gesagt, fahr mal lieber in Deutschland. Ich bin auch jetzt froh, ja, und nicht nur deswegen, weil hier, wo ich jetzt fahre, sind die nächsten Tage Topwetter. Ich dachte, heute könnte es noch einen ganz kleinen Schauer geben, aber ich glaube schon fast gar nicht. Und ja, ab morgen in den Alpen Regen, zwei Tage lang. Ja, habe ich doch alles richtig gemacht, habt ihr alles richtig gemacht. Ja. So, 16 Kilometer noch bis Bad Magentheim. Boah, und weiter geht's auf diesem schönen Weg. Vor Lauder Königshofen gab es jetzt mal eine Umleitung, aber war perfekt ausgeschildert, war auch ein schöner Weg. Ja, funktioniert alles. So kann es laufen, so muss es sein. Und bis jetzt war allgemein die Ausschilderung echt top. Und der Weg auch, kaum Hubbelwege, super ausgeschildert, fast nur Asphalt. Eigentlich so gut wie nur Asphalt.
bin ich in Bad Magentheim. Hier gibt es ja so viel zu essen. Eis. Ich habe irgendwie keinen Hunger. Verdammt. Ich habe doch zu viel mitgenommen. Sehr schön hier die Stadt. Naja, ich sitze hier noch einen Moment. Und dann geht es ja wieder weiter. Ohne Eis, oder? Vielleicht doch. Ich bin noch am Überlegen. Ich habe entschieden, noch nicht ein Eis zu essen. Noch nicht. Betonung liegt hier auf. Noch nicht. Jetzt sieht hier schon wieder ganz anders aus. Hier ist mehr Weinanbaugebiet. Und eigentlich müsste ich auch in Bayern sein. Oder jetzt wieder ein Stück in Bayern. Oder es kommt gleich Bayern. Irgendwie so ist das hier. Wow, ja, es ist Herbst, die Schwalben sammeln sich zum Flug in den Süden. Boah, echt eine tolle Strecke bis jetzt, aber es ist echt super warm. Toller Tag heute, boah, tolle Ortschaften jetzt wieder durchgefahren. Puh, Steigung, so gut wie keine. Gehen wir mal so ein bisschen hoch und runter, das ist alles kein Problem. Ach, sehr schön, und was hier sehr auffällt, so viele Streuobstwiesen, also ich glaube, im Frühjahr, da muss es hier besonders schön sein. Naja, so weit habe ich es gar nicht mehr. Kurz nach 1, 35 Kilometer bis Rotenburg. Ist ja gar nicht mehr so viel. Mann, die Zeit. Die Kilometer sind ganz schön gelaufen. Aber echt klasse hier. Sehr schöner Radweg. Auch Weikersheim hat mich angenehm überrascht. Echt schön. Super war das.
echt toll, so eine Ortschaften mal zu sehen, zu entdecken. In Tauber-Rettersheim, da war der Hunger doch zu groß. Da habe ich zugeschlagen. Ja, ein schöner Biergarten war hier. Ah, das ist Urlaub. Man muss sich auch was gönnen können. Ja, man will ja auch noch ein bisschen unterstützen. Die Gastronomie, dafür bin ich auch unterwegs. Ja, kochen, selber kochen steht im Hintergrund bei mir. Auf jeden Fall. Also das ist echt Urlaub. Sich auch mal ein Essen zu leisten. Wird vielleicht nicht immer so ein gutes sein wie heute. Heute ist auch Wochenende. Also der erste Tag. Da kann man noch mal richtig voll zuschlagen. Ja, und jetzt sind es keine 30 Kilometer oder knapp 30 Kilometer noch bis Rothenburg. Ja, bei dem schönen Wetter ist hier echt viel los. Aber die meisten kommen mir entgegen. Und auch die meisten mit Strom, mit Akkubetrieb. Der Weg hat, oder beziehungsweise der Fluss hat so eine Wendung genommen hier, so eine Windung, dass ich jetzt plötzlich mal Gegenwind hatte und gar nicht mal so wenig. Aber jetzt dreht das wieder Richtung Südost, ja, und dann habe ich wieder Rückenwind. Oh. Aber ich glaube, jetzt bin ich in Bayern, von diesen Kennzeichen vor den Häusern, da ist das bayerische Zeichen drauf, da müsste ich jetzt in Bayern sein. So hat man das sonst nicht erkannt. Jetzt habe ich sogar einen Bahntrassenradweg hier zu packen. Echt super. Ja, aber schnell fahre ich trotzdem nicht. Bin heute ziemlich sutsche. So zwischen 17 und 20 fahre ich meistens so in der Ebene ganz locker, ohne sich groß anzustrengen, weil morgen soll es ja auch weitergehen. Aber echt herrlich hier. Ist echt ein toller Radweg, kann ich echt nochmal betonen. Bis hierhin wunderbar. Reglingen bin ich durch. Das gehört wieder zu Baden-Württemberg. Aber gleich fahre ich wieder nach Bayern rein und dann endgültig, bis ich wieder irgendwann in Wertheim wieder ankomme. Alles Bayern. Boah. Ja, gleich 100 Tageskilometer hinter mir. Ja, 16, 17 Kilometer sind das noch bis Rothenburg. Boah, schaffen wir locker. Das ist eben noch früh. 15.40 Uhr. Echt noch Zeit. Ja, mit der Zufahrt
nach Wertheim, wenn das ja schon wieder ganz gute Kilometer und auch noch etliche Zusatzkilometer wieder dazu, wie das immer so ist. Hier hinter Eichhofen ging es nochmal richtig bergan jetzt. 7-8%, doch ein bisschen länger. Boah, nur die haben es gut, die fallen jetzt runter. Ja, aber auf die kommen auch noch ein paar Steigungen drauf zu. Aber ich fand bis jetzt, auch diese Steigung war noch nicht so extrem. Also völlig machbar. Jetzt kommt bald Rothenburg, unterhalb von Rothenburg an der ob der Tauber. Da ist ein Campingplatz, da werde ich mal mein Glück versuchen, aber man konnte da nicht reservieren. Aber wie man ein Zelt kriegt man da immer unter. Jo, das ist so mein Ziel und wenn es da nicht klappt, will ich auf jeden Fall versuchen, dann eben ein Zimmer zu kriegen, irgendwo in Rothenburg. Das ist bestimmt eine schöne Stadt, die werde ich mir denn sonst angucken. Vielleicht nur heute Abend, aber das werde ich dann sehen. Ich werde erstmal gleich mal probieren. Ja, gerade eben nach dieser Steigung ging es runter, richtig schön lange. Und dann kam wieder eine Steigung. Echt richtig stark. Aber jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen flacher. Ja, also eigentlich gut zu bewältigen alles hier. Bis jetzt vom ganzen heutigen Tag bin ich sehr zufrieden, muss ich echt sagen. Hat sich gelohnt hierher zu fahren. Hammergeil, das war meine Punktlandung. Zelt aufgebaut, hier auf dem Campingplatz Tauberromantik bin ich hier. Und schon fängt es an zu regnen. Es ist nur ein kleiner Schauer. Aber der wird auch gleich wieder aufhören. Aber war alles schnell reingeschmissen und fertig. Nur schnell jetzt ein Getränk geholt. So, der Platz kostet 12 Euro, da kann man auch wirklich nicht meckern. Ich war noch nicht unter der Dusche, da werde ich gleich, wenn es trocken wird, hingehen. Aber ich habe mir erstmal noch einen Radler geholt als Belohnung. Ach, das werde ich jetzt erstmal austrinken. Ich glaube wegkippen, glaube ich. Das ist mehr wegkippen. Aber das war ein schöner Tag. Boah, naja, ich werde jetzt erstmal duschen. Dann gehe ich vielleicht nochmal raus. Und dann rede ich nochmal über diesen Weg, über diesen Tag.
Wie ihr seht, geht es den Gänsen gut und mir geht es auch gut. Und wenn ihr genau hingeschaut habt, sind da ganz schön viele Fische drin in dem Fluss. Ganz schön dicke Dinger. Ich sag mal lieber nicht genau, was das sind. Noch ist das verkehrt. Ist egal. Wieder ein Angelparadies anscheinend hier. Aber wie man auch sieht, es ist nicht viel Wasser, was hier runterfließt. Oh, es war sehr trocken und dieses bisschen Regen, was jetzt gerade eben kam. Ich habe kaum das Zelt aufgebaut. Bam, war da so ein Schauer. Aber das war knappe Minute, da war da schon fast wieder vorbei. Den hätte man auch so abwarten können, hätte es unterwegs getroffen. So war das jetzt voll okay. War frisch geduscht. Ja, schöner Campingplatz hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, Wohnmobile, alles belegt. Ja, das ist ein richtiger Run. Aber Zelte geht immer meist so ein bisschen, immer noch. Ja, das ist das Gute, dass ich so flexibel bin. Ja, ein Zimmer oder so wäre hier auch gewesen. Aber hier unten im Ort, in diesem kleinen unterhalb von Rothenburg, ja, auch ganz schick. Ja, dann muss ich halt heute nicht da hoch. Man sieht nämlich da oben die Häuser und Spitzen von den Kirchen und Burgen, von der Burg oder so. Ja, da muss ich dann eben morgen früh hoch. Das ist dann ein Frühsport morgen für mich. Ja, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und ich bin echt glücklich, dass das heute so gut geklappt hat. Also besser wie gedacht fast. Mit schönem Rückenwind mal her. Oder stärker wurde. Aber jetzt ist er schon wieder weg, der Wind. Ja, und die nächsten Tage wird auch super Wetter anscheinend. Ja, da freue ich mich, dass es diesmal ein bisschen besser klappt mit dem Wetter. Ja, und meine 100 Kilometer habe ich auch heute locker voll gekriegt. Das waren 114 mit der Anfahrt nach Wertheim. Wow, war echt klasse. Super funktioniert, echt ein toller Radweg, kann ich nur empfehlen. Ja, es sind noch ein paar Steigungen drin, aber ich würde sagen, also in diese Richtung fand ich die jetzt nicht ganz so steil, weil so ein Schild hatte ich nicht mit 10% oder 15% Steigung wie in der Gegenrichtung. Also ich muss sagen, es lief echt gut. Naja, wer den Saale-Radweg gefahren ist, der schockt eigentlich nicht mehr so viel. Also ich bin echt begeistert gewesen, top ausgeschildert, alle Umleitungen super gefunden. Ich musste eigentlich kaum auf dem Navi gucken, eigentlich braucht man das gar nicht hier. Ich habe auch nicht die Bikeline gekauft, auch von den anderen Radwegen, die ich noch fahren werde, wie morgen. Da fahre ich ja morgen rüber zur Altmühl, habe ich auch nicht mit dabei. Ich habe mir so einen Track Plus drauf und fahre ich ab. Aber ich bin heute auch hauptsächlich die Schilder gefahren, hat auch super geklappt. Also eigentlich braucht man gar nichts mit. Wo soll man auch längs fahren als hier im Tal? Ja, ja, morgen geht es dann hoch. Da hört auch der Radweg dann auf. Liebliches Taubertal. Ja, aber die Quelle ist nicht von der Tauber hier. Die ist viel, viel weiter weg. Aber der Radweg hört auf. Und da Rothenburg fängt auch dann der Altmühl-Talradweg oder so, wie man ihn nennt. Es gibt da so ein bisschen zwei Bezeichnungen. Aber egal. Und den werde ich bestimmt nicht in einen Tag abfahren. Der ist etwas länger. Ja, und bestimmt auch schön. Ja, ich freue mich, dass das alles so gut geklappt hat. Ich habe bestimmt tolle Bilder gemacht. War echt ein tolles Wetter. Schon fast wieder zu warm, aber ich will jetzt nicht meckern. Ja, also, ich kann sagen, es war toll. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also, dann bis morgen, ich schätze mal, melden werde ich mich morgen früh dann von oben, wenn ich schon die Steigung geschafft habe. Also, dann bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Aber hier ist ja auch Bayern. Also, Servus.